Staatssekretär. Stefan Schenach ist am Wort. Feuerwerk einer Werbedurchsagerede, würde ich einmal sagen. Keine Angst, Frau Kollegin, 3,6 Milliarden Menschen in der Welt sind derzeit vom Internet gänzlich abgeschnitten. Also da kann die Welt insgesamt noch sehr viel Tempo aufnehmen. Es kann auch Österreich noch viel Tempo aufnehmen. Das Nächste, was sich hier immer wieder stellt, ist auch immer die Frage, was ist die Zielsetzung? Ist die Zielsetzung, dass wir Arbeitsweisen erleichtern, Menschen Verwaltungskosten senken, Vereinfachung in der Aktenverwaltung? Was ist die Zielsetzung von Digitalisierung? Oder ist es nur, um Personalkosten einzusparen? Und das ist ein verhängnisvoller Weg, den wir immer wieder sehen, dass man sagt, in erster Linie geht es um Menschen aus dem Arbeitsprozess herauszunehmen und nicht die Digitalisierung zu einem Werkzeug zu machen, um Arbeit und vielfach Arbeitsplätze zu vereinfachen oder zu verbessern. Das ist einmal eine Situation. Und die Frau Kollegin hat in ihrer Rede gerade noch untergebracht die digitale Kluft. Die digitale Kluft ist etwas, was uns enorm Sorgen macht, nicht nur in Österreich, sondern auch weltweit. Und der UN-Generalsekretär hat sich dazu gemeldet, der gemeint hat, zum Beispiel bei Gesundheitsinformation ist die digitale Kluft eine Frage von Leben und Tod. Und das muss man einmal so sehen. Aber die digitale Kluft, wenn wir jetzt Österreich hernehmen, die gibt es zwischen den Einzelpersonen, zwischen Haushalten und Unternehmen, geografische Gebiete, also Stadt-Land, unterschiedliche sozioökonomische Ebenen und natürlich auch der unterschiedliche Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnologien. Und das sind alles Dinge, die wir hier berücksichtigen müssen und nicht nur die Generationenfrage. Und was wir immer brauchen, ist, dass wir darum kämpfen müssen, um offene Zugänge. Und das gerade, wenn wir hier von Ländern und Gemeinden sprechen, dass alles in beider Weise angeboten werden muss. Also es kann nicht ein Zwang zum Mobilfon sein. Es muss immer eine Möglichkeit sein der offenen Ressourcen. Und wenn ich mir denke, vor wenigen Tagen war der Bildungsminister im Nationalrat zu diesem Thema. Herr Staatssekretär, bei Ihrer Inspirationsreise hätten Sie vielleicht den Bildungsminister mitnehmen sollen. Denn auf die Frage, wie sieht es denn mit der Digitalisierung in der Schule aus, war die Antwort, es wird den digitalen Schülerausweis geben. Was wir brauchen, ist Kompetenz in der Schule. Und es ist nett, wenn es einen digitalen Schülerausweis gibt. Ist auch nett, wenn die Frau Kollegin sagt, der digitale Führerschein ist alles sehr nett, ja, kann man alles machen. Ja, ist alles, ja, ist sehr gut. Aber wichtig ist, dass wir hier vor allem schauen und heute junge Leute benötigen diese Ausbildung und diese Kompetenz und vor allem auch einen verantwortungsvollen Umgang mit allem, was mit Internet zu tun hat. Und Herr Staatssekretär, die künstliche Intelligenz ist gerade von der Frau Kollegin eingefordert worden. Wissen Sie, was Sie im Budget dafür vorgesehen haben, diese Regierung? Künstliche Intelligenz ist eine der heißesten Forschungen auf dieser Welt. In Österreich 7 Millionen Euro. Das ist ein Hurster in anderen Bereichen. Und wenn wir heute das Thema haben,
Städte und Gemeinden, da kommen wir ja etwas zur Grundaufgabe der Städte und Gemeinden. Und da ist die digitale Kluft von besonderer Bedeutung, nämlich Städte und Gemeinden haben die Daseinsvorsorge zu garantieren und abzusichern. Und da können wir uns eine digitale Kluft, eine Benachteiligung nach ethnischen Minderheiten, nach unterschiedlichen Bildungsgraden nicht leisten. Das heißt, der Zugang zur Daseinsvorsorge muss auf jede Art und Weise garantiert sein und kann nicht durch eine digitale Kluft Menschen rausschmeißen oder schwer Benachteiligung. Was, glaube ich, gerade für den Schulbetrieb notwendig ist, was der Herr Bildungsminister noch nicht so ganz drauf hat, ist, dass wir weg müssen von den ganz großen, ich meine, Sie waren gerade dort in Amerika, aber von den ganz großen amerikanischen Anbietern und die Open Sources forcieren müssen. Ja, das ist der nächste Schritt, kommt, mein Lieber. Ja, das. Ja, bin ich, ja. Ja, und es wird auch die Diskussion haben wir in Wien, dass das, was einmal gestoppt wird, nicht immer gestoppt sein muss. Aber wichtig ist, die Open Sources in den Schulen ist etwas, mit denen unsere Schüler und Schülerinnen umgehen müssen. Und eines müssen wir komplett bekämpfen. Möglicherweise wird meine Kollegin Hahn auch noch darauf zurückkommen. Das ist nämlich der digitale Analphabetismus. Das ist etwas, was genauso unter den Fingern brennt. Es ist einfach das Augenmerk zu lenken, Kollege Schreuder, dass die Dienste inklusiv sind, dass sie gerecht sind, dass sie zugänglich sind, bezahlbar und sicher für alle zu gestalten sind. Das Gold der heutigen Tage, also die Goldgräbermentalität, heißt Taten. Taten, Taten, Daten. Das ist das heiße Geld und da müssen wir noch mehr gerade in Schulen schauen, dass die Daten der Schüler und Schülerinnen sicher sind. Und gerade in der Verwaltung müssen wir schauen, dass die Daten sicher sind. Auch wenn wir einen universellen Zugang zum Internet herzustellen haben und die Digitalisierung zu befördern. Das ist die Zukunft, da habe ich meiner Vorrednerin, kann ich dann nur sagen, ja, es ist es. Aber sie muss den Menschen dienen. Es kann ja nicht sein, dass, wenn ich ein Beispiel nehme, dass die Apotheken, die früher immer ein sehr guter Arbeitsplatz waren, heute so alle umgebaut werden, dass eigentlich die Robots im ersten Stock rennen und zwei Drittel des Personals von Apotheke zu Apotheke abgebaut wird. Ist das ein Fortschritt? Ist das ein Fortschritt? Für mich ist das kein Fortschritt, weil dass Menschen Arbeit haben und Arbeit vorfinden, das sind so politische Maßnahmen, die wir dahinter auch überlegen müssen und nicht nur sagen müssen, digitalisieren wir, machen wir die Robotechnik, führen wir die künstliche Intelligenz ein. Wichtig ist, dass bei allen Vorgaben, wo Menschen in der Verwaltung, in Städten, Gemeinden, Sozialversicherung, in der Daseinsvorsorge, Online-Abwicklungen machen, dass es aber auch noch Menschen gibt, die beraten, die Beratungsdienste. Das ist gerade eine Forderung, die erst kürzlich im Europarat aufgestellt wurde in einer Resolution, dass diese die Bedeutung der, gerade bei Verwaltungsverfahren, um keine Menschen auszuschließen,
diese Beratungsdienste mitgedacht werden. In diesem Sinne, die Digitalisierung kommt. Wir hoffen, dass sie auch die österreichischen Schulen in entsprechender Weise erreicht. Aber wir sollen immer bedenken, dass die Digitalisierung nicht nur ein Ziel haben sollte, Arbeitsplätze einzusparen. Das wäre der falsche Weg. Danke. Stefan Schenach, SPÖ Wien war das. Er fordert mehr Engagement in der Digitalisierung ein. Ein digitaler Führerschein reiche da nicht, ebenso nicht ein digitaler Schülerausweis.